Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Minecraft. Und heute alleine bis jetzt. Ich weiß nicht, wann mein Kollege da noch kommt. Benny, der letztes Mal, in den letzten Episoden dabei war. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht gerade gefragt, ob er mitmachen wollte. Also das wäre noch eine Theorie, die er machen könnte. Und was ich noch sagen muss, die Musik ist heute, glaube ich, ein bisschen laut. Oh, naja. So. Ein bisschen im Hintergrund. Habe ich überhaupt Minecraft voll auf? Ja, ist doch irgendwie ein bisschen leise. Weil beim Kopfhörer da ist, also in Windows ist alles auf 100% und ich kann nichts höher schrauben. So ein gutes Mittelmaß zwischen Spiel und Ding. Und oh Mann, diese Farm hier, die wird schlimm. Woher kommt. Lalalala. Hat niemand gesehen. Was ist hier? Okay, wir haben hier irgendwie eine Eierfarm oder so. Naja. Benny wollte dazu mal, also letztens, glaube ich, so eine automatische Farm oder so machen. Hat zwar auch gepackt, aber schon wieder Eier. Was ist hier los? Hühner, Überproduktion oder was? Ich krieg's echt nicht mehr ein. Schon wieder 16. Mann, schon wieder! Die wollen doch verarschen. Okay, ich glaube, ich muss hier weg. Das wird doch nichts mehr. Das Ding verbrenne ich oder verhaue ich oder was auch immer. Das gehört nicht ins Let's Play, das haben wir ausprobiert. Wir haben ausprobiert, wie wir Hühner am besten morden können. Und haben wir uns festgelegt, dass das nicht so ganz einfach geht. Hühner morden, das ist etwas, das gegen unseren Willen funktioniert und geht. Naja, ansonsten geht es mir eigentlich noch sehr gut. Danke der Nachfrage, bitte sehr, danke sehr. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Aber ich denke, niemand hält was davon, was ich hier laber. Also ich bin ja der letzte Spacko-Honk, den ihr überhaupt sehen möchtet in einem Video-Let's-Play-Art oder so. Ich bin ja auch schon gegen 5-Jährige oder gegen 12-Jährige schon nix auf YouTube, ehrlich gesagt. Die machen halt ihre Videos geschnitten, geschnotten, gekackt, alles, was man hier haben möchte. Und ich mache einfach wie früher. Laberst was drüber, haust ein Video raus und auf YouTube. Ey, wieso nicht? Man gechillt, nicht immer den Stress mit Schneiden und... Also, ja, ich habe jetzt, sag mal so, wenn jemand schneidet und so, Respekt und wirklich toll, aber ehrlich gesagt, das ist die Hälfte vom Spiel nicht. Und ich frage mich ehrlich gesagt gerade, wo wir unsere Lava-Ströme haben. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Das ist ein anderes Problem. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ah! Oh Mann. Okay. Oh, sind wir 1 zu. Wenig weit? Ich weiß gar nicht. Sind wir 1 zu früh abgebogen? Theoretisch da rechts jetzt. Oh, hier ein Ei. Was ist denn los? Es kommt da ein Ei. Also könnte es sein, dass irgendwie in der Folge jemand reinkommen möchte und ja, wir machen eben. Wie gesagt, wir machen das so. Wenn was passiert in der Folge, schneide ich es nicht raus. Echt? Ist ehrlich gesagt. Für uns zusammen, für dich und mich ist das ehrlich gesagt, ich finde es sympathischer und auch ehrlicher, alles rauszuschneiden, was nicht so offiziell geschehen könnte. Naja, und ich frage mich echt, bin ich doof oder wo sind die Lavaströme hin? Da drüben oder was? Kann auch nicht sein. Sind die weg? Hat Benny letztens die Lavaströme weggeschmissen? Habe ich das nicht mitbekommen? Mann, ich finde es aber gerade ein bisschen fies. Müssen irgendwie vergraben oder so. Ich hab keine Ahnung. Und wir haben ja eh keine. Doch, haben wir sogar. Eine Spitzhacke. Hey! Dann sieh mal an. Vergraben mal. Den irgendwie. Nein, nicht die Spitzhacke. Oh oh. Nein. Nee. Die Frage, hier geht's lang, ne? Da vorne ist das Haus. Das ist eigentlich damals irgendwie anfangen wollten und nicht zu Ende gebracht haben. Doof, aber ist wahr. Und jetzt gibt's schon wieder so viele. Ich glaub's nicht. Nur hier durchlaufen, das gibt schon wieder Zehntausende hier. Eier en masse.
Danke, Server, die Welt wurde gespeichert. Kann ich denn schon ausblenden in einem Let's Play? Nein, nicht Steuerung. Oder. Nein. Ja. Super, wo kann ich das nicht ausstellen? Okay, warte, wie ist off, off, off? Na gut, ist ja halt so. Mach mal nicht. Performance ist es hier? Nö. Das war doch irgendwo mit Chat ausblenden. Bin ich doof? Animation bestimmt nicht. Details. Passiert nichts. Na gut. Ja, ich habe sie auf 100 FPS begrenzt. Naja. Time. Nee, wo? Ich guck mal durch. Bin ich jetzt gerade doof oder doof? Okay, warte, random Mobs, better snow, custom, smooth. Hier waren wir, hä? Die mag jetzt hier bei Details. Nö. Animation. Dropping water, explosion, lava, water, fire. Irgendwas in der Art muss doch hier sein. Mehr Spieler. Das war ich. Mehr Spieler, Moni. Man kann sich auch wieder verklicken, vertan und vertun. Das ist nun mal so. Man kann sich so schnell irgendwo vertun, vertan. Ei, es ist wie im echten Leben. Oh, tut mir leid. Das ist echt doof. Ich hau ab. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette hier. Ich krieg's echt nicht mehr auf die Kette. Haben wir Inventar. Hey! Oh, Mensch. Wurde resettet oder was? Ist auch egal. Hier die Schere. Bitte sehr. Scheren sind gut, um gewisse Sachen zu machen. Um gewisse Sachen zu machen. Was verstehst du schon alleine? Na gut. Hallo, die Herren. Guten Tag. Wie geht's denn so? Schon was gehabt? Heute sehen sie so kahl aus. So ungeschoren. So performant. Oh. Mal wieder solche Sünder hier. Oh, die kann ich gleich aufnehmen. Ist ein bisschen doof. Ehrlich gesagt, wir haben ja unten irgend so ein Lager. Wo man das Lager dort ausbauen, zum zentralen Lager machen? Ich denke schon. Ja, machen wir so. Machen wir so, eindeutig. Ansonsten wird es dauern. Nix. Wir brauchen auch irgendwie. Oh, Mann, ich bin doof. Der Herr noch nicht geschrieben, unseren Co-Moderator. Der eigentlich auch hier mit dabei sein wollte. Ich habe ihm gesagt: guck, ich nehme am Donnerstag um 20 Uhr auf. Bis jetzt noch keinen Mucks von ihm gehört. Also ja, schon, er will es drauf schaffen. Vielleicht auch im letzten Video wurde vielleicht das erwähnt. Unter den Kommentaren haben wir ein bisschen uns geschrieben. Aber wer weiß, wer das hier noch schauen würde. Oh, yeah, baby! What's up? Bum. Haben wir irgendwo Wolle hier? Oder bin ich ganz auf Steine, Edelmetalle, Nahrung, Holz, Monster, Erde, Sand, Kies? Nö, haben wir nicht. Schade. Machen wir hier doch weiter. Haben wir genug Holz? Haben wir? Und machen wir hier eine Kiste? Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Gelbe Wolle, rote Wolle, weiße Wolle, hellgraue Wolle und das war's mit Hellwolle. Oder
Hey Wolle, du bist so tolle. Wir haben heute einen Rapper engagiert, der uns in das Let's Play leitet und wir heute mit ihm geschmeidig feiern. Hey, yo, was geht ab? Ich bin's from the house in my kitchen and now I'm here. Sleeping in my bed. I try to sleep. Ich kann nicht rappen, bin aber gut. Und das verdanke ich meinem Hut, den ich hier und heute nicht anhabe. Aber ich feiere das so und hin und zurück. Nun ist Party! Yeah! What's up? I'm cool. I'm fun nice. I'm fancy. Hallo. So, wir müssen irgendwie unsere Scheren und unsere Hände in den Griff bekommen. Keine Ahnung wie, frag mich nicht, aber wir müssen irgendwie das alles verhindern. Hier drin, Erde. Na gut, dann ist Erde da drin. Na, juckt's denn so? Ich glaube niemand, oder? Was ist denn los heute? Ist heute jemand grausam verschwitzt? Ich nehme mal auf die leichte Schulter und sage, nein. Haben wir abgelegt oder was? Man ist doof, wenn man andere Spiele mit I in Sinne sagen und hier mit E. Das ist extrem doof. Wir kriegen auch inoffiziell Milch. Krass, nicht alles ab, die Dovis. Und ich möchte extremst hier gerade das Ding ausprobieren. Hier ist noch nichts drin, Natur. Und hier wahrscheinlich irgendwie das Sieb und bla bla bla. Also überall ist was drin. Aber jetzt. Oh. Okay, da liegt da was auf den Schienen. Müssen wir einsammeln oder was? Na, tolle Wurst. Aber ja. Müssen wir hier noch Zäune? Nee, bei Zäunen bleibt es ja auch stehen. Alles noch eins weiter höher? Kann das Rätsel Lösung sein? Und hier auch noch eins höher. Das Wasserfelder hier runter könnte klappen. Aber schauen wir mal, was hier alles so gebracht hat. Fühlt sich noch, ist geil. Oh. Gut, dann gehen wir kurz oben. Nachfüllen. Gut. Oh, schon wieder weg. Das ist ja auch ein bisschen doof. Alles von Hand zu machen, aber das ist auf jeden Fall ganz normal hier auf meiner Farm. Meiner improvisierten Farm, muss man dazu sagen. Ich bin nicht wirklich so begabt hier in dem Zeugs. Also, wenn mal jemand kommen möchte, der es besser kann und angenehm in der Sprache ist, bitte sehr, kannst du gerne versuchen, mich zu überzeugen, dich ins Let's Play aufzunehmen. Überzeugung, erst einmal kannst du Deutsch. Zweitens bist du nicht so ein 15, 60-jähriger kleine Knüps, der irgendwas haben möchte. Und drittens, hast du genug Wumms und Mumms mit mir zu reden über Kacke und die ganze Welt? Dann bist du herzlich eingeladen, ansonsten verpiss dich. Nein, ich bin eigentlich nicht so jemand, der kann jetzt sagen, verpiss dich oder so. Also, naja, man muss wieder mal differenzieren, wie der andere Mensch oder die andere Frau, also Mann oder Frau ist. Kommt immer drauf an, wenn das Gegenüber auch nett ist und verständlich und was auch immer, dann kann ich auch nett sein. Aber wenn das Gegenüber eben so ein bisschen, nicht arrogant, aber ein bisschen doof rüberkommt und sich da nicht benehmen kann in gewissermaßen, muss ich sagen, nein, bleib lieber zu Hause in einem Kämmerchen wie ich und mach deine eigenen Sachen. Aber nee, auf meinem Kanal bin ich nicht so. Also soll hier schon ein gewisses Niveau unter dem Deckel, unter dem Boden haben, aber naja, müssen wir dann eben haben. Ich frage mich, so ist hier wieder Krams drin, ehrlich gesagt. Hätte so einen Scheiß reingetan. Komm, was ist das denn cool? Geile Scheiße, wir machen hier ein Brot auf, ein Brot runter und wir haben sogar hier... Wo haben wir denn hier den... Ach, hier, den Crafting Table haben wir da gelassen, natürlich, tolle Wurst. Zip. Und zip.
knappen Stack Brote. Wie ist überhaupt noch hier oben? Dann wächst wieder schön. Schön. Hoffentlich auch ganz famos. Jetzt. Guckt nicht so an, die Arschkuten. Küken, Kuken. Auf jeden Fall, wir brauchen Kies. Das ist A und O. Wir brauchen auf jeden Fall Kies. Und ich möchte, das Lager möchte ich am Anfang gerne lassen, denn es will so ein riesen Zentrallager sein. Hier wird so eine kleine Inselstadt irgendwas kommen. Frag mich nicht, hier weiß jemand anderes Bescheid. Auf jeden Fall, ich bin hier raus. Und ich möchte gerne hier so eine kleine Siedlung aufbauen mit Huhn und alles und ja, eine kleine Stadt. Da könnt ihr vielleicht, meine Freunde, in den Kommentaren schreiben, wen ich hier einziehen lassen soll oder für wen ich Häuser bauen könnte, so in einem Let's Play. Ich sage so, ihr könnt ja theoretisch eine Stadt entwickeln oder eröffnen oder erbauen, die ihr selbst bestimmt. Also, wer hier einziehen will, kann hier gerne ein Haus, also es gibt so eine kleine Beschreibung machen, was er gerne möchte oder haben möchte. Und dann können wir ihn das gerne hin basteln. Und wer dann auch noch Bock hat, das zu schauen, kann wieder gerne reinschauen. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann fürs nächste Mal wieder auf dem gleichen Kack-Kanal. Und tschüss, das war's. Auf jeden Fall wieder in den Kommentaren, wie in der Beschreibung steht, kommentiert, abonnieren, wäre ganz schön. Ist kein Muss, aber für mich unterstützen geht auf jeden Fall klar. Wir sehen uns, das war's. Alle wieder, tschüss und bis bald.